Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Oh, neue Region entdeckt. Alexandria, das war jetzt gar nicht geplant. Wow. Ja, da hinten ist Alexandria. Wir haben es eigentlich noch nicht entdeckt. Wir sind immer noch hier unterwegs am Mareotis-See. Aber da drüben ist Alexandria. Wir gucken quasi schon in die Richtung. Das, was wir da oben auf dem Hügel sehen, ist schon Alexandria, die Stadt, in die wir natürlich auch noch irgendwann wollen. Ich freue mich schon. Aber wir sind ja hier vor den Toren noch nicht ganz fertig. Zum Beispiel ist hier noch eine Villa. Und da sollen wir nach Informationen suchen. Und genau das werden wir tun. Insofern, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr Lust habt. So, wir scannen erstmal. Aha, da ist mal schön ein Captain. Den wir wahrscheinlich auch ausschalten wollen oder müssen. Mein Problem ist eigentlich nur, dass ich kaum noch Munition habe für meinen Bogen. Das heißt, wenn wir... Ich habe Blödsinn erzählt. Wir hatten sogar volle Munition in dem Bogen, genau. Kaduz, schlaf gut, mein Lieber. Schlaf gut. So, wir klettern mal hier aufs Dach. Ja, vom Dach so ein bisschen mit dem Bogen und so, das kann schon nicht schaden. Hier sollte ich vorsichtig sein. Was? Ich schieß daneben. Unfassbar, was ist denn jetzt los? Aufgepasst! Wie kann ich denn so oft daneben schießen? Ich hatte gedacht, ich wäre voll drauf gewesen. Oh, der brennt. Ich erlege ihn! Da oben ist ein Bogenschütze! Wisst ihr was? Dem seinen Spot hätte ich gerne. Ich hätte gerne deinen Spot. Ach so, jetzt will der da oben... Ah, der wollte da hochklettern und Alarm schlagen. War wohl nix, ne? Kaduz, mein Lieber. Kaduz, sag ich dazu nur. So, ich kletter jetzt da hoch und schnappe mir den Posten, den der da hatte. Wir sind übrigens fast schon Level 11. Ich habe immer das Gefühl, wir leveln ein bisschen zu schnell. Und jetzt haben wir auch volle Munition. So, mein lieber Hauptmann, was kann ich für dich tun? Außer der Heller verteilen. Du bist halt... Ja, boah, der ist dick, der Kollege, ha? Eieiei, das war ja ein richtig fetter. Na gut, aber tot ist er trotzdem. So, der hatte Beute dabei und der Captain hatte auch Beute dabei. Wir schnappen uns den Schnellschussbogen und erledigen den Rest, würde ich sagen. War jetzt trotzdem nicht leise, aber ist egal. Wie wir es gemacht haben, bin ich zufrieden im Endeffekt. Also, der Captain ist tot. Und wir haben ein bisschen... Ich wollte nur den strategischen Vorteil, weißt du, wenn ich von oben auf dem Dach die alle in Ruhe schieße, ist das ja das eine. Wenn ich drin unterwegs bin und eigentlich leise vorgehen will und aber dann entdeckt werde und alles um mich rum los ist mit Gegnern, dann ist eine andere Sache. Ich mag halt gerne die Situation unter Kontrolle haben. Und dann sind, glaube ich, alle ausgeschaltet. Müssen wir nur noch den Schatz plündern und Informationen finden. Oh, ein Löwe! Meint ihr, den können wir ausschalten und können uns das Löwenfell holen? Ich denke mal, so ein Löwenfell ist schon auch was, was wir gerne hätten, oder? Ich denke mal. Ich glaube aber, dass der uns auch wehtun kann, wenn wir uns mit dem anlegen. Jawohl, Löwe ist ausgeschaltet. Ah, seht ihr, das meinte ich doch. Der hat drei Pelze dabei. Gut, dass wir den gejagt haben. In echt finde ich das natürlich grausam, wenn Leute Löwen jagen. Und vor allem machen die das ja dann meistens zum Spaß und so. Finde ich total schrecklich, sowas. Auch Nilpferde und Krokodile und was wir sonst alles töten. Das finde ich, in echt finde ich das grausam und verachte es zutiefst, wenn jemand sowas jagt. Hier im Spiel ist das nochmal was anderes. Das sind auch sehr edle Tiere, Löwen eigentlich, aber der hatte Pelz dabei. Das wollte ich natürlich haben. So, hier ist ein großer Schatz. Der sieht sehr groß aus. Ich hoffe, der ist auch... Nee, war jetzt nicht so toll, die Beute. Schade. Riesiger Schatz, aber magere Ausbeute. Und wir sind Level 11, jawohl. Ein Brief auf feinem Papyrus. Ute weigert sich, mir den Dattelhof zu überlassen. Dieser jaulende Vlakos sagt, mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben und seine Familie auch. Lass es wie ein Unfall aussehen und wir teilen uns den Gewinn. Vorerst können sich deine Männer in meinem Landhaus niederlassen. Denk ja nicht dran, meine Gastfreundschaft auszunutzen. Wenn du nicht in zwei Wochen auf meiner Türschwelle in Alexandria stehst, dann betrachte auch dich als toten Mann, Sophronios. Sophronios. Okay, dann haben wir auch den Außenposten nebenbei gemacht. Auch das zeigt uns wieder, wir brauchen keine Außenposten zu machen. Wir kommen in die Mission sowieso dahin. Oh, Eisen, sehr schön. So, aber Sophronios ist da ganz, ganz oben. Da geht es jetzt wirklich schon Richtung Alexandria. Alexandria ist übrigens ziemlich groß. Das ist eine der größten Städte, glaube ich. Gut, das Sperrgebiet haben wir noch nicht gemacht, weil da waren halt solche Totenkopfgegner. Da hinten ist noch ein Fragezeichen mitten in der Wüste und hier ist auch noch eins. Und da ist noch ein Aussichtspunkt. Vielleicht holen wir den Aussichtspunkt noch. Da hätte ich Lust drauf. Müssen wir nur mal schauen, wie man da am besten hinkommt.
Oder wir nehmen noch ganz kurz hier den... Ah, jetzt ist es natürlich wirklich direkt vor unserer Nase. Ich guck mal ganz kurz, ob da immer noch die Totenkopfgegner drauf sind. Wenn nein, könnte man den noch eben mitnehmen. Ich freue mich schon auf ein paar Gedärme rauszureißen. Ach, das ist... Nee, das ist was anderes. Das ist nicht das. Das ist ein anderes Schiff. Aber wir werden es uns trotzdem holen. Ja, genau. Da gibt es ein Schiff. Und hier gibt es ein Schiff. Es gibt also mehrere Schiffe, die man einnehmen soll. Na dann. Los geht's, Jungs. Ich schlitze dich auf. So, immer schön ausweichen. Und dann erstmal die Bogenschützen loswerden. Ja, okay. Aua, aua, aua. Oh, wir klettern hoch. Wir nehmen uns hier den Pfeil und Bogen und schießen aus der... Aua. Und schießen aus der Hütten. Hallo, aufstehen. Bin in Reichweite. Boah, das Boot geht einfach mal unter. Wir schießen aus der erhöhten Position. Das war der Plan. Jetzt haben wir nur noch den Hauptmann. Hör mal, Captain, du bist alleine. Deine Crew ist tot. Ich wollte es nur gesagt haben. Und damit haben wir auch den Captain. Ah! So, Kollege. Bitteschön. Das Schiffchen hier gehört mir. Aber gut, mitnehmen, ne? Schadet ja nicht. Ich dachte halt, das wäre dieses eine Schiff, aber das war nicht das eine Schiff. Das eine Schiff ist das, wo, ja, das ist weiter da hinten. Unser Ziel befindet sich dort vorne. Eigentlich sind die Distanzen dann doch gar nicht so groß, immer wie ich dachte. Also, wenn man auf der Karte sieht, oh, da hinten ist noch was, das sieht dann sehr weit weg aus. Und wenn man dann wirklich mal hinguckt, dann ist es gar nicht mehr so weit weg. Also, man reitet hier vielleicht eine Minute hin, klettert da kurz hoch und hat das mitgenommen. Was greift mich da jetzt an? Ach, Hyänen, ja, okay. Ja, mit denen lege ich mich jetzt nicht an. Stattdessen klettern wir jetzt hier hoch und besorgen uns noch eben den Aussichtspunkt über den Gipfeln von Alexandria quasi. Von hier oben. Boah, sieht auch wunderschön aus mit den ganzen Symbolen. Ich glaube, hier oben auf dem Turm haben wir dann wirklich schon eine schöne Aussicht über Alexandria, die Stadt. Oh ja. Ich freue mich schon. Schaut euch diesen Ausblick an hier. Jawohl! Sehr, sehr schön. Ach, keine Ahnung. Also manche Leute sagen, das hätte nichts mit Assassin's Creed zu tun. Ich fühle mich total wie... Also ich habe total das Assassin's Creed-Feeling bei diesem Spiel, Mann. Keine Ahnung. Das ist aber auch wahrscheinlich Ansichtssache. Also ich persönlich... Huch, guck mal, da liegt jemand. Der war schon tot. Ich persönlich fühle mich sehr wohl in diesem Spiel und habe auch nicht das Gefühl, was anderes als Assassin's Creed zu spielen. Oh, eine Kinderleiche. Sohn, der Schrein des Todes, ein gefährlicher Ort. Zu viele Banditen durchstreifen dieses Gebiet in diesen gesetzlosen Zeiten. Bitte komm sofort nach Hause, alles ist dir vergeben. Das ist bestimmt noch für eine Mission. Ich wette, wir müssen von irgendwem den vermissten Jungen finden und dann finden wir den hier und der ist tot. Ah, und jetzt haben wir den leider schon vorher gefunden, aber dann weiß ich zumindest, wenn mir irgendwann mal so eine Mission unterkommt, wo ich suchen muss. Wir reiten zu der Ptolemäus-Statue da unten, machen die kaputt. Und dann geht's für uns weiter Richtung Alexandria. Wir können jetzt zu diesen ganzen Orten, wo wir jetzt unterwegs sind, ja, zu diesem Turm zum Beispiel, den wir gerade da erklommen haben. Da können wir ja auch jederzeit wieder hin, wir schnell reisen. Wir sind ja mobil, also muss man auch noch nicht direkt alles machen. Bewegung, los! Was stimmt nicht mit dir? So, die Wachen lassen wir eben vorbeireiten. Aus dem Weg! Oh, da kommen noch mehr Wachen. Die wollen natürlich, die sollen natürlich nicht sehen, was ich hier mache. Aus dem Weg! Was ist los? Ich bin doch überhaupt nicht im Weg. Reitet halt vorbei, ihr hässlichen Gesichter, Mann. Meine Güte, ey. Aus dem Weg. Ich stehe hier auf der Mittelinsel. So, Ptolemäus wird kaputt gemacht. Irgendwie habe ich was gegen den. Ich weiß auch nicht. Da habe ich so Aggression, wenn ich den sehe. Sehr schön. Habt ihr nicht gesehen, oder, Jungs? Habt ihr nicht gesehen. So, wir folgen jetzt einfach mal der Straße. Und, guck mal, ich kann jetzt unten reiten und währenddessen kann ich mit Zeno gucken, was abgeht. Während mein Charakter quasi von alleine weiterreitet Richtung Alexandria. Das ist schon sehr praktisch, oder? Oh, ich freue mich. Schaut euch das an. Was eine riesige Stadt, Mann. Alexandria wird richtig gut, glaube ich. Ich freue mich. So, wir reiten hier
über die Brücke. Willkommen in Alexandria, meine lieben Zuschauer. Und da finden wir auch unsere Frau. Wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich die gute Mögen Aya. Die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Aya. Jawohl! Sehr schön. Da stehen wir vor den Toren der Stadt. Ich freue mich. Triff Aya in der Bibliothek. Und finde und eliminiere Sophronios. Der wohnt in der Nähe des Westtors von Alexandria. Warte mal, wen habe ich da jetzt gefunden? Ist das der? Oder wen finde ich da jetzt? Ja, das ist der. Okay, dann sagen wir doch mal Hallöchen. Bevor ich Aya... Die kann noch warten. Ich habe vorher noch was anderes zu erledigen. Ah, okay, da hat aber noch ein paar Wachmänner bei sich. Ein paar. Ist das Problem bei der Dattelpflanzung schon beseitigt? So, einer ist ausgeschaltet. Und haben die anderen gesehen von wo? Ah, sie laufen jedenfalls panisch weg. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Plötzlich fällt einer von ihnen um, die wundern sich natürlich. Aber die wussten nicht woher, deswegen laufen sie jetzt panisch weg. Jungs, ihr dürft mir aber nicht weglaufen, ich brauche euch noch für die Mission. So! Den haben wir schon mal. Armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iris davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Ja, Sophronios ist tot. Musste noch eben seine dicken Wachmännerchen loswerden. Aber damit haben wir die auch ausgeschaltet. Okay, damit ist die Quest abgeschlossen. Geburtsrecht, haben wir direkt noch ein loses Ende quasi beendet hier. Upsala, da wollte ich ja gar nicht runter. Ich werde jetzt erstmal als allererstes dem Schmied kurz einen Besuch abstatten. Wir sind ja quasi gerade jetzt in der Stadt angekommen, müssen natürlich erstmal unser Equipment wieder... Müll verkaufen und so ein Quatsch. Warte mal, wie viel kriegen wir? Na, immerhin 400. Meine zwei Einhandschwerter, die könnten wir mal auf Stufe 11 bringen. Nach Alexandria an sich können wir jetzt auch jederzeit schnell reisen. Wir reisen also einfach mal in die Stadtmitte. Das können wir nämlich jetzt schon, sobald wir das entdeckt haben anscheinend. So, jetzt sind wir wirklich richtig in der Stadt hier. Schaut euch das an. Sieht das alles toll aus hier. Krass. Also wir haben ja viel Wüste gesehen und örtliche Gegenden. Und jetzt sind wir wirklich hier in der Stadt angekommen. Und ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick über die Stadt. Da vorne ist ein Turm, den wir erklimmen können. Und von dort aus haben wir dann ein bisschen besseren Überblick mal, wo was ist. Aber scheint ja sehr groß zu sein hier, der Stadtbereich. Freut mich, ich find's gut. So, warte mal. Boah Gott, schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Richtige Gärten und diese Verzierungen und die Bäume. Wunderschön. So, schönen guten Tag. Ich muss einmal hier an eurem Tempel hochklettern. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, super, ne? Direkt hier den Turm erklommen. Sehr gut, sehr gut. Oh, schaut euch das an. Krass. Ist ja wirklich riesig, die Stadt. Da hinten ist ein großer Turm. Boah, wie super, Mann. Allein schon, wie weit man gucken kann in diesem Spiel, ist natürlich echt gigantisch. Der große See. Da hinten ist der Tempel von Yamo, wo wir schon waren. Einfach nur gigantisch, oder? So, Schnellreise freigeschaltet. In welche Richtung kann ich denn mal runterspringen? Da vorne. Ich meine, allein so Kleinigkeiten wie hier zum Beispiel dieses Bodenmosaik. Das sind so kleine Details, das sieht einfach grandios aus. Und die Gebäude hier in der Stadt, wunderschön. Die Farben und die Statuen überall. Ich bin hin und weg. Ist halt wirklich so, als würde man jetzt nach langer Zeit auf dem Dorf das erste Mal hier in die große Stadt kommen. So fühle ich mich halt, obwohl es nur im Spiel ist, ja.
Schon sehr cool. So, Bayek reist nach Alexandria, um seine Frau zu suchen. Nachdem er Medunamun in Siva getötet hat, hat sich Bayek von seinem Freund Hepzifa verabschiedet und ist durch die Wüste in Richtung Alexandria aufgebrochen. Ja, und ich habe mich hier und da noch ein bisschen ablenken lassen, ne? Wir haben noch da das Gebiet an dem See mitgenommen. Dort hat seine Frau währenddessen nach den anderen maskierten Männern gesucht. Er muss Aya finden, kennt aber nur den ungefähren Standort des Hauses ihres Vetters. Gemeinsam werden sie die nächsten Schritte planen. Okay, dann machen wir das zumindest noch, weil ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Und er möchte wahrscheinlich auch schon länger seine Frau mal wieder sehen, ne? Oh. Oh, ist das schön hier. Ich will euch jetzt auch nicht nerven damit, aber stellt euch mal vor, ihr könntet in echt durch diese Stadt laufen. Wie schön die Stadt an sich einfach ist, so mit diesem, die Bepflanzung, die Bemalung, die Häuser, die Statuen, der Boden. Wunderschön. Guckt mal dieses Gebäude an. Boah, Alter, was eine Hütte. Serapis. Die Schlange bekommt eine Antwort. Was eine schöne... Die große Bibliothek. Boah, ist das schön, das Gebäude. Ich bin begeistert. Wunderbar. Und das gehen wir jetzt ist von mir. Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Die könnt ihr nicht haben. Zu den großen Werken von Archimedes, Plato, Sappho und Aristoteles wird sich dein Gekritzel dann wohl nicht gesellen. Die sind alle da drin? Oh ja. Na, dann kannst du das doch kopieren. Zu spät, keine Lust mehr. Doch, bitte, nimm es. Nein, du kannst es haben. Okay, also die große Bibliothek von Alexandria. Ich meine, das hätte ich auch schon mal in anderen Zusammenhängen gehört. Ich glaube, die war tatsächlich wichtig, ne? Wie soll ich Aya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Naja, mit Zeno, hätte ich jetzt gesagt. Oder nicht? Wunderschön. Also von außen wie von innen, ich bin, sprachlos. Auch wenn ich sehr viel sage gerade, innerlich bin ich sprachlos, weil es einfach so toll aussieht. Was würde ich dafür geben, zu dieser Zeit mal hier das alles sehen zu können? Ich weiß nicht, ob heute überhaupt noch irgendwas übrig ist. Ich bin jetzt nicht so gut in Geschichte und historischen Denkmälern. Ich weiß nicht, wie viel noch erhalten ist aus diesen Zeiten. Aber dieses Gebäude zu der damaligen Zeit in dem Zustand mal so live erleben zu können, da wäre ich... Da würde ich vieles für geben. Wunderschön. Diese Bibliothek ist der Beschwörung der neuen Töchter des Zeus gewidmet. Diese auch von Osiris geschätzten Musen sind bekannt als Kalliope, Clio, Euterpe, bla 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 bla. Hier ist zumindest ein Papyrus-Rätsel, das können wir schon mal mitnehmen. Ich habe zwar die anderen beiden noch nicht gelöst. Im Zentrum des Nomos Neret Mehene findest du mich versteckt in einer Schlucht nahe Antilia. Bin unter einem Baum, der sich für einzigartig hält, aber nur, weil die nahegelegene Felsenbrücke ihm die Sicht auf die anderen seiner Art versperrt. Okay, okay. Ein weiteres Rätsel. Auch wenn ich, wie gesagt, die anderen beiden noch nicht mal gelöst habe. Also hier sind noch weitere Schriften auch. Geschichte der Geometrie. Euklids Elemente. Ja, das sind wichtige Namen, ja, die man heute noch kennt. Eratosthenes Geometrie. Ja, ist schön, da kann man also lernen über die... Oh, was haben wir denn hier Tolles? Guck mal hier. Eieiei. Zodiac Krikotoi. Dieses astronomische Gerät, das den Römern als bestimmt die Lage von Himmelskörpern um die Erde herum. Ach so, da galt die Erde noch als Zentrum des Universums, genau. Ich glaube, oder? Aber immerhin ist die Erde hier rund. Das ist doch auch schon mal was. Der Satz des Pythagoras, den kennt sogar ihr, oder? In rechtwinkligen Dreiecken ist die Fläche gegenüber dem rechten Winkel gleich der Summe der gleichartig konstruierten Flächen auf den Seiten, die den rechten Winkel enthalten. Das ist so krass, das lernen wir heute noch jeder in der Schule, wenn man überlegt, wie lange diese Entdeckung schon her ist, ne? Aber ist halt immer noch wichtig. Und da ist irgendwann mal jemand Kluges drauf gekommen, ne? Der gute Pythagoras, meine Güte. Aber das ist alles, also das ist alles toll, aber wo ist Aya? Ich wollte eigentlich nicht Mathe lernen, sondern Aya finden. Vielleicht müssen wir dafür eine Etage höher, ich kletter mal hoch. Weiß nicht, ob das hier in der Bibliothek erlaubt ist, hier rumzuklettern. Wahrscheinlich nicht. Aber wir machen es jetzt einfach mal.
Und alle so, nein, wie kann er nur? Der klettert hier einfach rum. Achso, man hätte natürlich auch die Treppe nehmen können, sorry. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Ah. Du bist Baik, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann. Du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Ja, sei unbesorgt, das ist immer eine tolle Aussage. Also, er macht da noch ein Geheimnis drum. Da! Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet! Der moderne Sophokles. Kennst du sein episches Gedicht? Oder an einem... Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Okay, dankeschön. Untersuche den Brunnen. Wir wollen doch nur zu Aya. Diese ganze Heimlichtuerei hier. Was für ein Brunnen da drin? Komm ich denn da rein? Genau da. Hab etwas Vertrauen. Muss ich jetzt hochklettern? Ich komme doch hier nicht rein, oder? Beziehungsweise ich muss von oben reinklettern. Ja, okay. Naja, dann klettern wir mal hier runter. Oder meint ihr, ich kann da reinspringen? Ach so, da hätte man auch reingekonnt. Ah, oh shit. Gut, dass da Wasser ist. Das war natürlich ein riskanter Sprung. Boah, die macht aber hier auch eine Heimlichtuerei, die Gute. Aber wir scheinen ja richtig zu sein hier. Der Brunnen hat nämlich noch einiges mehr darunter. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemmo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Arcteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja.
Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Ach ja. So, eliminiere Gennadios und die Schlange. Beende die Quest Ende der Schlange und beende die Quest Gennadios der Philakitai. Das ist unsere Aufgabe für Aya. Endlich haben wir unsere Frau wieder gesehen und wir haben einen weiteren alten Bekannten wiedergefunden. Oh, hier ist eine Kiste. Nämlich die versteckte Klingel. Da hatten schon einige nachgefragt, wie ist das denn, gibt's gar keine mehr. Naja gut, es war ja auch in den alten Spielen oft so, dass man die erst später bekommen hat, wenn ein Charakter, zum Beispiel Leonardo oder so, die einem gezeigt hat. Und jetzt haben wir auch die versteckte Klingel. Ich muss dann noch gucken, wie man die am besten einsetzt. Ob es da irgendwie ein Mittel oder Wege gibt oder wie man das am besten macht. Aber ja, wir sind auf jeden Fall erstmal in Alexandria angekommen und zwar sehr erfolgreich und haben hier sehr viel zu tun. Was und ist das? Es verspricht, weiterhin sehr spannend zu bleiben. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Der Weg zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Ja, gut. Es gibt anscheinend auch einen sinnvolleren Weg. Dankeschön und bis morgen. Euer Walle. Bye, bye.